Wir sind hier heute in Hannover. Es ist für mich das erste Konzert seit der Corona-Pandemie und es ist auch für Shelterboy aus Leipzig der Tourauftakt, die erste Tour nach Corona. Wie war's, Mann? Crazy. Fucking crazy. Ja. Wunderschön, ja. Und er hat mittlerweile Millionen Streams auf Streaming-Plattformen wie Spotify. Trotz dieses Erfolgs aber ist es für ihn immer noch schwer, von seiner Musik zu leben. Ja, ich habe halt im Callcenter gearbeitet, aus Not heraus. Also pleite. Ja, schon. Ja. Also, wenn wir jetzt über Spotify reden, also wenn wir über Finanzen reden, da sieht es richtig scheiße aus. Was läuft da eigentlich schief? Das fragen wir uns in diesem Film. Nach über 2 Jahren Corona-Pause geht's für viele Musikerinnen und Musiker gerade wieder los. Auch für den 25-jährigen Simon, alias Shelterboy aus Leipzig. Hier bei seinem Tourauftakt in Hannover. Shelterboys Debütalbum wurde von der Kritik gefeiert. Er gilt als Indie-Hoffnungsträger und hat es 2022 auf die New Music Hotlist der jungen ARD-Programme geschafft. Erstes Konzert, Tourstart nach der langen Corona-Pause. Worauf freust du dich jetzt am meisten? Wie fühlt sich das gerade an? Es ist super verrückt. Es ist auf einmal wieder laut. Das war auch das, als wir angefangen haben zu proben, war es so, wow, okay, wie lange stand ich nicht mehr in einem Raum mit 4 Leuten irgendwie und habe laut Musik gemacht. Und jetzt spielen wir ganz neue Tracks und ja, einfach das, die ganze Experience. Ein bisschen Chaos. Das hat mir sehr gefehlt. Let them say what they want to say. Let them do what they want to do. Auch dem Publikum merkt man an, dass sie lange auf Live-Musik verzichten mussten. Um die 150 Leute sind gekommen, der kleine Club ist gut gefüllt, die Stimmung ausgelassen. Fühlt sich auch für uns fast an wie vor Corona, auch wenn viele Besucherinnen und Besucher noch Maske tragen. Wie war es für Simon? Wie war's, Mann? Crazy. Fucking crazy. Ja. Gutes Gefühl fürs erste Konzert? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat richtig Bock gemacht. Waren mehr Leute da, als ich gedacht habe. Und wir haben uns selber enjoyed. Wunderschön, ja. Jetzt kommt aber der Abbau, der langweilige Teil. Ja. Gut, wollen wir das mal machen? Ich kann dir ein bisschen... Sehr gerne. Die Tour ist für Simon auch das erste Mal seit 2 Jahren, dass er mit seiner Musik wieder ein bisschen mehr Geld verdient. Ist natürlich für dich geht jetzt auch das finanzielle Leben eigentlich wieder los. Du hast jetzt 2 Jahre eigentlich von Musik nicht so richtig gelebt, oder wie verstehe ich es? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe im Callcenter gearbeitet. Habe ich jetzt aber gekündigt. Gutes Gefühl. Aber woran liegt das? Also, dass du jetzt, wenn keine Konzerte sind, hast du ja auch viele Streams und so, dass du da nicht genug Geld mit verdienst, offensichtlich. Ja, viel ist es nicht. Also, es hat am Anfang so ein bisschen gereicht, um sich irgendwie so grob erstmal auszuzahlen. Aber halt die ersten paar Monate vom Lockdown. Aber irgendwann ist der Topf ja ausgeschöpft. So. Aber die Songs sind ja für mich als Laien so, die sind voll viel gestreamt. Da denke ich mir, muss doch was hängen bleiben, wenn du ein paar Millionen Streams hast. Ja, keine Ahnung. Bullshit. Bullshit. Okay, wo kommt die rein? Die kommt hier, dieser Koffer, der steht. Da den kannst du schon mal weitermachen. Der hier stinkt richtig doll, der ist mal nass geworden. Stinkt der Schimmel. 4 Millionen Mal wurde der erfolgreichste Song von Shelterboy, Tides, allein bei Spotify gestreamt. Andere seiner Songs auch mehr als 1 Million Mal. Finanziell kommt trotzdem kaum was bei ihm an. Geld verdienen Musikerinnen und Musiker heute mit Konzerttickets und dem Verkauf von Merchandise, eher nicht mit Streaming-Abrufen. Während Corona war es deshalb besonders hart, weil die wichtigen Einnahmen aus dem Live-Geschäft fehlten. Aber hattest du während Corona mal wirklich dann keine Kohle mehr so? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Richtig pleite. So. Ja. Also doll Minus einfach, so privat. Und das ist natürlich scheiße, weil du dann halt alles in Frage stellst. So, also das war der Moment, wo ich dann halt nicht mehr wusste, ob ich es noch weitermachen möchte, vor allem, weil es keinen Bock bringt irgendwie halt. Ich meine, mit 20, 21, scheiß drauf. So, aber man wird ja älter so und wäre nicht einfach die ganze Zeit nur so rumschimmeln und den 5. Tag dann nur mit Pesto irgendwie essen. Trotz Millionen Streams reicht das Geld von Spotify und Co. für Simon also nicht zum Leben. Er muss nebenher noch arbeiten gehen, dazu später mehr. So geht es vielen Künstlerinnen und Künstlern.
Ist das den Fans eigentlich bewusst? Das haben wir die Konzertbesucherinnen und Besucher vor der Show gefragt. Also wir haben einen Spotify-Account, den teilen wir uns, aber wo da auch die Frage ist, inwiefern das dann jetzt auch da ankommt. Ja. Also ja, kommt wahrscheinlich gar nicht so viel bei den Künstlern an. Das ist ja bei so großen Konzernen meistens so, aber habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ja. Irgendwie mache ich nichts dagegen, obwohl ich weiß, wie scheiße die Verteilung ist. Ich bin da tatsächlich mal auf Merch gekommen. Also das waren immer so meine Ansätze. Ich habe gedacht, okay, man kauft sich eher mal statt den Billo-Hoodie von irgendwo einfach mal einen Künstler-Support in den Markt, so. Ja, da wirklich das Gehörte, da kommt was an, es bringt was, ich trag's, ich mache auch noch Werbung, das ist eigentlich cool. Ja. Das habe ich schon ganz oft gesagt, dass wenn man sich mal also reinzieht, dass man früher, wenn es gut läuft, hat man dafür ein Album bekommen. Ne? Ja. Dass man jetzt für 13 Euro, also für den Preis für ein Album, so den Zugriff auf die Musik aller Welt hat, ist schon krass. Also vielen, vielen Dank euch. Gerne, gerne. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Ich habe auch ein Spotify-Abo. Für 10 Euro im Monat so viel Musik hören, wie ich will, das ist einfach ziemlich bequem. Die Streaming-Zahlen gehen entsprechend seit Jahren nach oben, während der Absatz von Tonträgern dagegen sinkt. Von Apple Music über Amazon und Deezer gibt es ja noch viele andere Streaming-Anbieter, und dass in dem ganzen System eine Menge Geld steckt, das zeigt sich zum Beispiel auch an den Umsatzzahlen von Spotify. Die steigen seit Jahren, und kürzlich ist ja auch noch bekannt geworden, dass Spotify zum Beispiel Sponsor vom FC Barcelona wird, eventuell sogar inklusive Stadionnamen Spotify Camp Nou. Und von dem ganzen Geld kommt aber bei Musikerinnen und Musikern relativ wenig an. Ungefähr 0,3 Cent gibt's pro Stream bei Spotify. Und selbst große Artists klagen deshalb, da kommt zu wenig bei rum. In der Initiative Fairshare zum Beispiel haben sich die Manager von wirklich großen Künstlerinnen und Künstlern, wie Peter Maffay, Helene Fischer, Rammstein und so weiter, zusammengeschlossen. Und auch die sagen, das Streaminggeld muss irgendwie anders verteilt werden. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wo das Geld aus eurem Streaming-Abo hingeht? Und unterstützt ihr Künstlerinnen und Künstler vielleicht auch noch auf andere Art und Weise? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Im Fokus der Kritik steht das Ausschüttungssystem der meisten Streaming-Dienste, das sogenannte Pro-Rata-Modell. Doch wie funktioniert das genau? Das fragen wir Raik Bartel. Der ist Sprecher des Verbands unabhängiger MusikunternehmerInnen im Osten. Das Abo-Geld, was man quasi bezahlt, geht nicht an die Künstler, die man hört, sondern das wird an die abgerechnet, die insgesamt am meisten Streams auf sich vereinen. So, und das ist eine Ursache, warum es für Newcomer und Nischenartists schwer ist, mit Streaming Geld zu verdienen. Auf die nötigen Anzahl an Streams zu kommen, die man braucht. Ja. Heißt konkret, wenn ich jetzt mein 10 Euro Spotify-Abo habe und den ganzen Monat nur Shelterboy höre, kriegt er halt nicht 10 Euro? Nein, bekommt man nicht. Also das ist quasi tatsächlich so, man kann dieses Bild noch weiter ins Extrem treiben, wenn man stell dir vor, du gehst in den Plattenladen, kaufst dir eine Shelterboy-Vinyl. Das Geld dafür geht aber nicht zu Shelterboy und seinem Label, sondern an Drake, weil der insgesamt mehr Platten verkauft. So, und das ist dieses System, dass das gesamte Abo-Geld in einen Topf geht und dann nach Anzahl des Streams wieder verteilt wird. Was wäre ein Modell, was ihr sinnvoller finden würdet? Ja, das User-Centric-Modell, wo man sagt, das ist, glaube ich, das Intuitive, wovon auch die meisten Nutzer ausgehen. Ne? Man zahlt 10 Euro, man hört sich eine Anzahl Künstler an und genau der Anteil wird dann auf die verteilt. Konkret für mein Abo würde das dann so aussehen. Spotify behält bei beiden Erlösmodellen von meinen 10 Euro ungefähr ein Drittel für sich, bleiben also rund 7 Euro übrig für die Artists. Sagen wir also, ich höre einen Monat lang ausschließlich Shelterboy, zum Beispiel 100 Mal. Beim gegenwärtig angewandten Pro-Rata-Modell kriegt er dann 100 Mal die rund 0,3 Cent, also insgesamt etwa 30 Cent. Der Rest meines Abogeldes geht an andere Artists, die ich gar nicht gehört habe. Beim User-Centric-Modell, das sich viele Künstlerinnen und Künstler wünschen, würde Shelterboy dagegen, wenn ich den Monat lang nur ihn höre, die kompletten rund 7 Euro einstreichen, also gut 20 Mal so viel wie beim Pro-Rata-Modell. In beiden Fällen muss er sich den Betrag übrigens noch mit Label, Management und so weiter teilen. Viele Artists finden das aktuelle Erlösmodell unfair und fordern einen Wechsel. Auch der Verband unabhängiger MusikunternehmerInnen. Die geringen Einnahmen durch Streaming, gerade in Verbindung mit 2 Jahren Corona, haben viele Musikerinnen und Musiker vor finanzielle Probleme gestellt. Auch Shelterboy muss, selbst während seiner Tour, noch in einer Bar arbeiten. Moin. Ja, moin. Hey. Na, wie läuft's? Das ist sozusagen dein Everyday-Job. Willst du mir ein Bier machen?
Simon fühlt sich wohl hinter dem Tresen. Das sei aber längst nicht in allen Jobs so gewesen. Da war viel komischer Scheiß dabei. Ich habe, das ist glaube ich die dümmste Story, ich habe bei Red Bull Leipzig im Stadion meine Currywurst geschnitten. Das war ganz schrecklich. Ich hab tatsächlich für die Biografie, ich habe auch schon Teller gewaschen in einem Hotel. Ich habe Frühstück gemacht in einem Hotel. Viel so Gastro-Stuff, glaube ich, ja. Und Callcenter hast du mal. Callcenter, ja, war jetzt das letzte Ding. Das war auch ganz grandios, ja. Belastend, oder? Ja, also vor allem für die Psyche irgendwie, wenn so Tag ein, Tag aus von Leuten angeschrien wird irgendwie. Und ich habe auch, glaube ich, eher, also wenn mir was nicht passt, sage ich das lieber direkt. Das geht ja in so einem Job nicht. Lass dich einfach anschreien und lass es über dich ergehen. Und aber das war so, ja, richtig beschissen, weil das auch jegliche Energie, irgendwie Musik zu machen, komplett geraubt hat. So. Also danach oder davor habe ich nichts gemacht. Simon erzählt uns, dass er eigentlich nicht viel zum Leben braucht und keine hohen Ansprüche hat. Es bei ihm aber vor allem in der Corona-Zeit um die finanzielle Existenz ging. Und es kam einfach dann durch Streams, du wurdest ja trotzdem noch gehört, kam nicht mehr genug rein? Nee, gar nicht. Also gar nicht, wie war deine Finanzsituation? Ja, ich habe halt im Callcenter gearbeitet, aus Not heraus. Also pleite? Ja, schon. Ja. Mir würde es schwerfallen, das zu akzeptieren, dass man eigentlich Musiker ist, ja auch Vollzeit eigentlich, EPs gemacht hat und gehört wird und dann trotzdem so, ja, so pleite ist, du sagst ja, Konto war leer. Also geht das in deinen Kopf rein so? Hast du dich mal geärgert? Ja, safe. Also wie gesagt, also es ist auch jetzt gerade nicht für mich der Maßstab, dass ich Kohle mache, will verdammt nochmal groß werden. Das ist, glaube ich, meine Priorität. Es ist dann scheiße, wenn man halt irgendwie in so einen Kreislauf irgendwie so reinkommt, wo man so denkt, ja, scheiße, wenn es jetzt so weitergeht, ja, keine Ahnung, muss ich ja irgendwie einen 40-Stunden-Job machen. Ah, fuck, nee, das kann ich gar nicht, da gehe ich kaputt, so. Und das ist dann, da wird's eklig, sag ich mal. Meine Devise ist, wenn ich eine Tour spiele, wo bei jedem Konzert 600, 700 Leute vor der Bühne stehen, ich glaube, dann kann ich davon leben. Glaube ich. Wenn man jetzt Musiker ist wie du, was für laufende Kosten hat man denn da? Du sagst ja, du kommst eigentlich mit wenig aus für dich selber, aber wahrscheinlich hängt noch ein Rattenschwanz dran an Dingen, die man halt dann bezahlen muss. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, es kommt halt drauf an, ob man jetzt selber zum Beispiel einen Bus hat. Das haben wir nicht. Das heißt, wir müssen immer eine Miete bezahlen für den Bus. Und vor allem, weil ich ja quasi ein Solo-Künstler bin, müssen ja meine Musiker bezahlt werden, Techniker bezahlt werden. Und das ist einfach ein bisschen Geld. Studio, Musikvideos, Technik, all das kostet Geld. Wie stemmen das Künstlerinnen und Künstler, die bisher kaum Einnahmen aus ihrer Musik hatten? Wir treffen jetzt Emma, die steht noch relativ am Anfang ihrer Musikkarriere, geht das Ganze aber wirklich sehr ambitioniert an, aber verdient wahrscheinlich noch kaum Geld mit Streaming, fast gar nichts. Und wie man sich da so über Wasser hält und wie sie generell zum Themenkomplex Streaming und Einnahmen und wie man überhaupt als junger Musiker, junge Musikerin Geld verdient steht, das wollen wir von ihr wissen. Emma ist 22. Wir treffen sie in der WG ihres Produzenten Dennis. Die beiden proben gerade für Live-Auftritte. Emma hat im Januar ihre erste EP rausgebracht. Dafür, dass sie noch relativ unbekannt ist, lief die sehr gut. Also, du sagst, ihr habt 32.000 Streams in dem Monat, wo die EP rauskam. Und das machen wir mal 0,003 Euro sind das ja dann, ne? 0,00, ja, genau. 3 Euro. Da hast du 96 Euro verdient mit. Aber da muss man ja sagen, genau. Also, wenn wir jetzt über Spotify reden, also wenn wir über Finanzen reden, da sieht es richtig scheiße aus. Also, gib mir mal irgendwie eine Hausnummer, wo ihr sagt, wenn wir so und so viele HörerInnen hätten, dann würde das irgendwie funktionieren, dass man davon leben kann. Also, wir sind momentan zu zweit. Das heißt, 1.500 Euro im Monat über Streaming wäre cool, die reinzukriegen. Das heißt, wir müssten 3.000 Euro nur über Streaming machen. Ich glaube, es müssten ungefähr 1 Million Streams im Monat sein, um 3.000 Euro zu realisieren.
Genau. Und nur das ist nur der Umsatz. Davon sind die beiden aktuell noch weit entfernt. Wie hält sich Emma sonst über Wasser? Also ich kriege Schüler-BAföG, weil ich mein Abitur nachhole, was ja eigentlich ein Fulltime-Job ist. Also ich muss um 6 aufstehen, jeden Tag. Und ich habe dann halt nicht das Wochenende, um mich auszuruhen. Ich habe halt noch einen Nebenjob auf 450-Euro-Basis. Da mache ich sozusagen Gastro, also mehr so Barkeeping, aber Gastro. Dann haben wir ja auch noch etliche Termine und Orga und ja, es ist halt voll schwierig. Wie viele Stunden die Woche arbeitest du? Ich könnte dir eher sagen, wie viele Stunden die Woche ich nicht arbeite. Dann versuch so. Nicht mal einen Tag. Nicht mal einen Tag. Also tatsächlich. Und dann fühle ich mich noch schlecht. Also es ist wirklich so. Und das ist halt der Punkt. Es geht nicht um Geld, sondern es geht darum, dass ich mich manchmal frage, also oder gucke, wie kann ich mich entlasten? Es ist schwierig. Es ist nicht so einfach, da einfach zu sagen, ich breche da jetzt ab, ich höre auf, weil man hat ja auch schon reingesteckt. Und wie gesagt, aufhören, Kunst zu machen, kann ich sowieso nicht. Das ist keine Option. Es wäre dann eine Option, das Abi abzubrechen. Wäre mir aber unlieb, weil niemand kann mir meine Karriere versprechen. Auch Emma muss also zusehen, wie sie abseits vom Streaming mit ihrer Musik Geld verdienen kann. Gerade hat sie eine Förderung der Initiative Musik bekommen. Auf Plattformen wie Fanclub oder Patreon wirbt sie um Spenden von Fans. Sogar bei Spotify gibt's einen Spenden-Button. Und was ich auch nicht wusste, wenn ich einen Song in meine eigene Playlist packe oder ihm ein Herz gebe, pusht ihn das im Spotify-Algorithmus. Und mehr Reichweite auf Social Media zum Beispiel hilft auch. Also liken, teilen, kommentieren. Für Emma bedeutet das aber auch, sich ständig selbst zu vermarkten. Noch mehr Arbeit also. Ich bin super überfordert damit, dann diese Channel auch noch zu betreiben. Ich muss eben auch auf meine Mental Health aufpassen, sich zu überlegen, wie kann ich mich vermarkten, bla bla bla. Das blockiert dich letztendlich als Künstlerin, dass du keine Musik mehr machen kannst, nicht mehr deinen eigentlichen Job machen kannst, weil du machst 10 andere Jobs. Und deswegen machen das sehr große KünstlerInnen so, Leute, die sich leisten können, zu sagen, okay, das ist mein Social-Media-Team. Eine Menge Arbeit also und bisher wenig Ertrag, zumindest finanziell. Ich weiß nicht, ob ich das so durchziehen könnte. Es ist nicht schlimm, wenn man kein Plus macht, darauf stellt man sich ein, es geht um Leidenschaft. Aber man möchte kein Minus machen, vor allem nicht als junger Mensch so sehr, dass du dann das Gefühl hast, oh mein Gott, was habe ich für Scheiße gebaut, so. Obwohl sich mit Streaming kaum Geld verdienen lässt, haben Plattformen wie Spotify aber auch Positives für kleine Artists wie sie, sagt Emma. Reichweite zum Beispiel und die Möglichkeit, ihre Songs einfach allen zugänglich zu machen. Das betont auch der Bundesverband der Musikindustrie. Nach Jahren der Talfahrt durch illegale Downloads würden beim Streaming wenigstens überhaupt wieder Leute Geld für Musik bezahlen. Das Streaming-Geschäft hat den Markt also gleichzeitig demokratischer und wettbewerbsintensiver gemacht. Einer, der die Musikbranche seit Jahren genau beobachtet, ist Fabian Schütze. Er hat ein eigenes Label mit Artists wie Martin Kohlstedt oder Max Prosa, bloggt kritisch über das Business und hält Vorträge zu Entwicklungen in Musikindustrie und Streaming. Der Musikbranche geht es eigentlich gut, sagt er. Das liegt daran, dass die Erlöse der großen Major-Labels und großen Player halt explodieren, dass die Aktienkurse von Universal, Sony, Warner und so explodieren. Und drunter aber quasi ein Viertel der Branche, was halt unabhängig und klein ist, wirklich zu tun hat. Und vor allen Dingen die, die halt im Booking sind, die beim Vertrieb sind, die im Verlag sind, die Künstlerinnen an sich, die Crews, die Technikerinnen, alle, die so mithelfen, die Tourbusverleiher, alles, was so in diesem Mikrokosmos rumschwirrt, die haben massive Probleme. Das zeigt sich auch am Beispiel Spotify. Es sind 8 Millionen Künstlerinnen auf der Plattform. Und wie viele davon haben mehr als 10.000 Monthly Listener? Das sind 165.000, sind 0,2%. Krass. Und 10.000 Monthly Listener ist gar nichts in Geld gerechnet. Fabian rechnet das am Beispiel einer Künstlerin seines Labels für uns durch. Wir sehen hier eine Halbjahresabrechnung, also Juli bis Dezember letztes Jahr. Knapp 100.000 Streams, klingt ja für viele Leute auch jetzt nicht wenig. Ja, voll. Wird für viele Leute auch überhaupt schon nur schwer zu erreichen sein für viele Künstlerinnen, für viele Kleine. Das macht 422 Euro Umsatz. Also die kriegen jetzt was raus? 200 Euro aus einem halben Jahr. Und da steht natürlich nicht nur eine einzelne Person hinter den 200 Euro dann wieder, sondern im Zweifel eine ganze Band
und weitere Beteiligte, die davon eigentlich bezahlt werden könnten oder sollten. Auch andere Anbieter zahlen wenig, zeigt uns Fabian. Apple Music immerhin bis 0,6 Cent, YouTube 0,1 Cent. Also läuft beim Streaming grundsätzlich was schief? Wo ist aus deiner Sicht das Problem und was müsste sich ändern? Wenn sie nicht quasi die absolute Mainstream-Speerspitze sind, also von Lena Meyer-Landrut bis Mark Forster und solchen Leuten, für die mag Spotify einkömmlich sein, für alle anderen ist es schwer. Es ist natürlich auch so, dass Spotify und diese ganze Kultur auch immer positive Seiten hat. Und die sind halt ein großes Reichweiteversprechen, die sind eine gewisse Demokratisierung im Zugang. Wir können jetzt hier aus Leipzig raus unsere Musik international vertreiben, sie wird auf allen Kontinenten gehört und wir können dort Fanbeziehungen aufbauen, die vorher niemals möglich gewesen wären. Darauf verweisen auch die Streaming-Anbieter immer wieder. Spotify zum Beispiel hat 2021 mit Loud and Clear eine Transparenzoffensive zum Thema Vergütung und Streaming gestartet. Dort steht, dass der Konzern 2021 7 Milliarden US-Dollar an die Musikindustrie ausgezahlt hat. Man bezahle die Artists so fair wie möglich und sei auch offen gegenüber neuen Verteilmodellen. Fabian aber bleibt skeptisch. Solange das börsennotierte Konzerne sind, werden dort immer so massive Interessen drinstehen, die vollkommen exorbitant größer, stärker sind als die Interessen irgendwie von einzelnen Musikerinnen in Deutschland oder weltweit. Und das verhindern. Gerne hätten wir auch mit Streaming-Anbietern gesprochen und ihre Sicht auf die Kritik vieler Musikerinnen und Musiker gehört. Doch weder Apple Music noch YouTube, Deezer oder Amazon Music wollten uns ein Interview geben. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Amazon Music Deutschland kann sich zu dieser Thematik jedoch leider nicht äußern. Auch unserer Bitte, die Fragen schriftlich zu beantworten, kommt keiner nach. Spotify, den wichtigsten Streaming-Anbieter in Deutschland, haben wir ebenfalls mehrfach angefragt. Jetzt haben wir einen verpassten Anruf einer Berliner Nummer auf meinem Handy. Wir rufen zurück. Ja, Zimmer hier, Sie hatten gerade angerufen. Geht wahrscheinlich um unsere Mail. Mhm, genau. Nicht. Okay, und also gibt es da eine Begründung? Können Sie mir irgendwas zum Grund sagen? Auch nicht. Und also es ist endgültig so. Sie überbringen gerade die Botschaft so. Okay. Ja, nee. Klar, können Sie ja nichts für. Ich danke Ihnen. Schönes Wochenende dann, ja? Genau, Ihnen auch. Tschüss. Ja, also Spotify will sich dazu nicht äußern. Ich hatte schon zwei Mails geschrieben mit Anfrage nach Interview und dann nochmal auch gesagt, wenn wir uns nicht in Persona treffen können, können wir es auch digital zum Beispiel machen, über einen Videocall oder so. Und dann noch hinterher geschrieben, wenn das auch nicht geht, bitte die drei Fragen hier per Mail beantworten. Aber auch das wollen sie nicht machen. Kann man nichts machen, ne? So viel zum Thema Transparenzoffensive. Dass Musikerinnen und Musiker bald deutlich mehr Geld mit ihren Streams verdienen, ist also eher unwahrscheinlich. Mein Streaming-Abo behalte ich aber trotzdem, es ist einfach zu bequem. Aber vielleicht kann ich in Zukunft meine Lieblingsartists ja noch besser unterstützen, indem ich zum Beispiel Konzertkarten kaufe, Merch kaufe oder auch mal eine Platte. Oder ich verschaffe einem Song, wenn ich ihn denn gerade feiere, auch einfach mal Reichweite, indem ich ihn zum Beispiel teile. Wie sieht's denn bei euch aus? Macht ihr euch jetzt mehr Gedanken darüber, wie ihr eure Lieblingsmusikerinnen und Musiker unterstützen könnt? Und wie fair findet ihr das aktuelle Streaming-Erlösmodell? Schreibt's uns gerne in die Kommentare und wenn ihr nichts mehr von Exactly verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal.